Ja, herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach direkt neben Herzbruck im Nürnberger Land. Wir haben heute einen Biometzger zu Gast, und zwar einen guten alten Freund, den Robert Prosiegel von der Metzgerei Prosiegel. Genau. Herzlich willkommen, es freut mich, dass du kommst. Ja. Wir probieren heute ganz was Besonderes, was so gar nicht zur Metzgerei eigentlich passt. Genau, also ein bisschen verrückt. Ja, bisschen also so verrückt. Ja, genau. Deswegen habe ich dich eingeladen, weil ich fand das schon klasse. Ich habe ja so ein bisschen ein Problem mit der veganen Ernährung, weil es halt so viel über die Industrie kommt und so viele Aromaten drin sind. Und künstliche Zusatzstoffe. Und das, was früher ein Lebensmittelskandal war, der Analogkäse, ist jetzt genau das gleiche jetzt im Regal und da steht groß drauf vegan. Vegan, ja, super, ne? Ja? Und andererseits weiß ich, wie du arbeitest und was ich dann gelesen habe, beziehungsweise im Fernsehen gesehen habe, dass du jetzt die vegane Bratwurst entwickelt hast. Und ich dachte, die würde ich gerne probieren. Ja, genau, das machen wir heute. Und du hast gesagt, du kommst gleich und jetzt tun wir sie am Teepan und probieren sie. Schon geht's los. Ne? Und du erzählst uns alles, genau, was wir darüber wissen müssen. Machen wir das mal auf. Ja. Genau. Und die haben wir jetzt also im Schäldarm gekocht. Der Schäldarm, das ist ein künstlicher Darm. Künstlicher Darm. Also, das wäre nicht ganz so gut für die Veganer, wenn wir einen tierischen Darm nehmen würden. Nein, das wäre ein tierischer Fehler. Ein bisschen Schlosseröl. Ja, genau. Und den haben wir jetzt abgezogen und dann können wir die auch wunderbar Vakuum verpacken. Und man sieht ja, die kleben nicht zusammen, gell? Ja, und die, dadurch, dass die im Prinzip vorher praktisch bereits gebrüht waren, kann man die jetzt, könnten wir sie jetzt auch so schon essen, oder? Theoretisch ja. Aber es entwickelt sich, das Mundgefühl entwickelt sich erst beim Braten richtig. Mhm. Okay. Also jetzt legen wir es mal drauf. Sieht noch aus wie Bratwurst. Ja, die Farbe ist schon ganz gut. Ne? Und jetzt muss man es natürlich verraten. Ich meine, du bist ja auch sehr offen. Ich meine, eigentlich sind es ja Geheimnisse. Ja, gut, andererseits muss man natürlich erklären, weil ich meine, sonst sagt ja jeder, na, was hat denn da rein? Ja, genau. Ja? Ich meine, die Zutaten können wir ja offenlegen. Also, das ist Maismehl, spielt ja ganz zentrale Rolle. Dann haben wir Zwiebeln, Tomaten und Paprika. Und Kartoffeln. Ja, Kartoffel ist natürlich der Hauptbestandteil. Weil ihr habt zwischendurch auch mal von der Kartoffelwurst. Ja, Kartoffelbratwurst haben wir auch. Kartoffelbratwurst, ne? Ja. Aber wir wollten eben ganz bewusst nicht den Namen Wurst verwenden, weil die Veganer oft trotzdem einen Wurstersatz wollen, der vegan ist. Mhm. Aber es irgendwie beißt sich ja, ne? Wenn ich vegan bin, brauche ich den Namen Wurst. Ja, ja, richtig. Und deswegen haben wir das Vitelletti getauft. Vitelletti? Ja, mit V. Vitelletti. Vitelletti. Okay. Hm? Das ist. Und also wie gesagt, bei den Zutaten ist dann noch Tomate drin und Salz und Gewürze, das war's. Also so wie es in der Sendung vom BR zeigt. Genau. Das ist und das hast du gemeinsam entwickelt mit dem Koch? Also überwiegend hat es mein Partner entwickelt, der Herr Hofbauer. Mhm. Also diese Vitelletti hat er überwiegend entwickelt. Die Grundmasse, die Voraussetzung, die wir gehabt haben, war ja vorher der Veggie. Ja, das war ja auch ein sehr erfolgreiches Produkt. Ja, weil hier, Mark, der ist also vegetarisch war. Ja. Und, aber da ist eben noch Quark drin, deswegen ist der nicht vegan. Ne? Jetzt musst du aber schnell noch den Veggie erklären, den können wir auch noch zeigen. Genau. Hier. Genau. Können wir ruhig mal noch eine Scheibe abschneiden. Ja, auch noch. Also das ist der Veggie, eine vegetarische, keine vegane, weil sie eine Basis eben auch noch Quark enthält. Und ganz was Größeres noch. Und Ausgangspunkt für den Veggie war damals die Forschungen von der Johanna Budwig. Aha. Vielleicht eine Scharfe ein bisschen hinlangen. Ja, ich mache vorsichtig. Ah ja, aber dann geht's. Das geht ganz gut, ja. Ja. Und die hat ja damals in den 50er Jahren hat die schon geforscht, was Quark und Leinöl zusammen und auch Sauerkraut im menschlichen Körper bewirken, was die für heilende Wirkung eigentlich haben. Also auch, wie ja damals schon der alte Grieche gesagt hat, Essen sei eure Arznei sei euer Essen. Ne? Mhm. Und so hat die, war zweimal für den Nobelpreis nominiert, hat es aber praktisch nur in flüssiger Form mehr oder weniger gehabt, ne? Also so streichfähig. Okay. Und da war eben unser Gedanke, ein Produkt herzustellen, das schnittfest ist, das man anbraten kann, weil gerade bei den Vegetariern ja das Angebratene etwas fehlt. Ja, ja, ja. Also hier Fleisch ist, selber anbraten. Das Fleisch ist, da können wir sich hier Steak anbraten. Also das können wir jetzt einfach auch daneben nehmen. Ja, einfach nehmen, drauf nehmen. Lässt man die Haut dann drauf? Nein, das ist konstant, der muss weg. Und probieren wir das auch gleich dazu, wenn wir schon dabei sind. Genau. Und das Erstaunliche ist eben, dass dieser Veggie
wo also die Ausgangsbasis Quark ist. Da ist dann noch Tomatenmark drin und Öl, also da haben wir ungefähr 8% Öl drin. Haben wir hier bei den Vitelletti nicht, also die sind komplett fettfrei sozusagen. Ja, fettfrei auch. Fettfrei, ja. Und da ist jetzt Öl drin. Dann haben wir Tomatenmark drin. Dann auch wieder das Maismehl und Reis. Also den Reis sieht man sehr schön. Man sieht den richtig, den Reis. Ne? Dann haben wir noch richtige Reiskörner. Feinwurz drin, das ist also so ein Verdickungsmittel. Mhm. Ja. Und dann noch eben Salz und Gewürze. Also auch nichts, irgendwelches chemisches Sachen. Mhm. Wir versuchen eben aus den natürlichen Zutaten alle möglichen Strukturen rauszuholen und zusammenzubringen, damit die sich verketten und dann ein stabiles Produkt ergeben. Und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe und nicht Rügenwalder oder wen auch sonst. Ja, genau. Ich weiß, als zertifizierte Biometzgerei musst du sowieso natürlich auch darauf achten, dass selbst die Gewürze und alles, ja, klar, alles Bio sind. Und nachdem ich dich persönlich kenne, weiß ich auch, was dein persönlicher Anspruch ist an diese Dinge. Und da kann ich dann wirklich sagen, wie gesagt, auch wenn ich kein Fan vom veganen Essen bin, aber bei der Bratwurst, wenn man die mag, wenn einem die schmeckt, und das wissen wir dann gleich, ja, dann kann man wirklich auch dahinter stehen. Und diesen Veggie könnte man natürlich theoretisch auch jetzt hier gleich essen. Aber man muss dazu sagen, das Mundgefühl ist wieder so wie auch bei den Bratwürsten. Entwickelt sich erst beim Braten, sodass es ein angenehmes Mundgefühl gibt. Also der ist sicher auch fertig, aber es ist ein bisschen strohig, weil ja auch nur 8% Fett drin ist. Das ist also nicht sehr angenehm im Mund. Dann fehlt genau das, was die Wurst eigentlich ausmacht. Genau. Das ist ja der hohe Fettanteil. Genau. Der Geschmack ist natürlich so auch schon zu spüren, aber es fehlt das Mundgefühl. Also der Geschmack, was der über die Gewürze und deine Zutaten genau und so was zusammenkommt, das ist da, aber eben das Braten führt dazu, dass man es dann ja, das dreht sich also wirklich schön. Das ist schön, ne? Ja. Naja, das geht auch. Ja, und das pappt auch nicht an. Also früher haben wir immer beim Veggie das Problem gehabt, dass es gern angepappt ist. Haben wir jetzt nicht mehr, weil ich jetzt da auch. Warte mal. Es gibt ja diesen Emulgator aus Mono- und Diglycerin, den wir natürlich auch nicht verwenden. Das ist das, was normalerweise in der Wurst als Emulgator ist. Ne? Oder anderweitig verwendet wird. Und hier haben wir jetzt praktisch nur Wasser und Öl verwirbelt. Und da entsteht so eine Art Milch. Also es schaut ganz milchig aus. Wie Milch, ja. Und die geben wir da eine ganz geringe Menge rein, vielleicht ein 0,5% oder so oder noch weniger. Und die hält es dann zusammen, so dass es jetzt nicht zerfällt. Genau, und auch nicht so anklebt. Also seitdem haben wir auch nicht mehr diesen Anklebeffekt. Ah ja, super. Ja gut, ich meine, da ist der Teppanyaki natürlich jetzt auch sehr hilfreich. Sehr schonend, ne? Weil man halt so wie zum Braten, er hält auch die Temperatur. Also die Klappe ist da. Schon toll, ne? Dann auch für schön. Auch für den Vegetarier und sogar den Veganer. Super gut geeignet. Ja, man kann natürlich auch Gemüsespieße machen mit Pfifferlingen oder was auch immer. Ja, ich meine, das ist ja das, wo ich sage, mein Gott, gibt ja durchaus vernünftige Gründe, warum jemand sagt, der isst kein Fleisch. Ja, ja. Und dann gibt es ja auch jede Menge Gemüse und Varianten und so weiter. Das ist deswegen. Ja, nur die Veganer müssen halt wirklich aufpassen, dass ihrem Körper das geben, was er braucht. Ne? Das ist eine große Gefahr. Ne? Kann sehr schnell zu Mängeln führen. Ja. Also nicht sehr schnell, sondern es sind halt 2, 3, 4 Jahre. Ja, und man sieht es aber den Leuten natürlich an, die sind in der Regel oder oft ein bisschen grau. Ne? Also nicht ganz so rosig im Gesicht, sag ich jetzt einmal, wie wir jetzt. Naja. Wie hat sich denn das entwickelt? Wie viel Prozent hast du vegetarisch oder vegan oder sowas? Da haben wir jetzt erst die zweite. Da darf der gerade erst anfangen, ja, genau. Das ist ganz neu. Aber immerhin in einer Woche haben wir 2/3 der Produktion schon verkauft, also von der zweiten. Die erste hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt haben wir schon große Nachfragen. Und auch von der Industrie kommen wir jetzt schon Anfragen, weil die bisher das noch nicht auf die Reihe gekriegt haben, ohne Zutaten das hinzubekommen. Und fragen die an, um das bei euch einzukaufen oder nur, weil sie Know-how wollen? Na, wir würden auch schon die Lizenz vergeben, weil wir eine Grundmasse haben, wo der Maismehl drin ist und verschiedene andere Sachen, die auch sehr stabil ist. Und die könnte man so quasi bei Coca-Cola, könnte man die Grundmasse liefern
Okay. Und dann das restliche Rezept mit den Zutaten können die dann selber verdienen. Ah ja, okay. Das ist ja raffiniert. Also das, auch das Geschäftsmodell ist auch schon im Hintergrund. Ja, ja, genau. Hintergrund auch noch drin. Lässt man die länger drauf oder muss man die? Der Veggie ist, glaube ich, jetzt fertig, weil das ist ja relativ dünn. Ja. Und ein bisschen Farbe hat er auch schon. Also den karamellisiert, weil der im Honig ja irgendwie drin ist. Ne? Ah ja. Okay. Dann können wir die schon runter tun. Genau. Und den kann man jetzt dann sowohl warm essen. Also neulich haben wir Champignon-Raumsoße dazu gemacht und Spätzle. Mhm. Und die Leute, die das dann Urlauber von uns, die das gegessen haben, waren begeistert. Mhm. Also da reichen zwei, maximal drei Scheiben als Portion. Und schon ist man auch nachhaltig satt, weil es sehr wenig Kohlenhydrate hat, aber viel Eiweiß. Über den Quark, da ist ja der hohe Quarkanteil. Genau. Dann, ne? Ja, und dann auch noch dieses Feinwurzmehl, ne? Hat auch sehr viel Eiweiß. Ich meine, das ist ja auch genial, gerade die Bratwürstchen. Ich meine, wenn ich einen Grillabend habe und weiß, jetzt kommen ein Vegetarier, dann kann ich einfach davon ein paar da. Und habt ihr es auch schon am Holzkohlegrill auch schon durchprobiert? Also mit direkter Hitze haben wir es jetzt noch nicht probiert. Aber wenn man irgendeine Pfanne vielleicht draufsteht auf dem Grill oder Alufolie, dann geht es wunderbar. Weil es ja keinen Darm mehr hat. Ne? Das ist die Gefahr, dass wenn man es nur anrostet, dass er dann doch zerfällt. Ne? Das könnte nicht sein, vor allem, wenn die Hitze vielleicht recht so groß ist. Mhm, aber das müssen wir noch ein bisschen austesten. Ja, das müssen wir halt probieren. Ne? Mhm. Aber ich denke, jetzt schaut es immer mehr aus wie vorher. Ja, das ist optisch. Gerade das. Wie lange braucht sie auch wie eine normale, oder? Ja, so 6-7 Minuten. Mhm. Und jetzt ist ja die Hitze nicht allzu groß, also jetzt soll es außen schon ein bisschen so leicht. Ja, das war Absicht, weil es dachte, nicht so das heiß. Ich glaube, jetzt könnte man ja unter Umständen eine Stufe höher schalten, okay. Weil es ja jetzt schon ein bisschen angebraten ist und man sieht ja jetzt, die pappt kaum noch an. Ja. Ne? Am Anfang hat es ein bisschen eher zum Pappen gemacht. Ja. Genau. Und jetzt können wir es dann runternehmen, wenn wir jetzt dann noch eine Runde gedreht haben sozusagen, dann können wir es runternehmen. Das ist ja klasse. Und die Kartoffel wird eben nur geschält und geraspelt und kommt dann der Reis, dass man da ein bisschen Biss hat. Also beim Veggie ist es ja überwiegend eine feine Masse und die ist innen nicht etwas gröber, damit es an der Bratwurst also auch vom Mundgefühl her in etwa nahe kommt. Siehst du, das kriegt so ein bisschen Farbe, weil man den hier jetzt schreiben muss. Musst du uns noch sagen, wo die Metzgerei Prosiegel ist? Metzgerei Prosiegel ist in Marktberatheim, schon in der fünften Generation. In der fünften Generation? Das ist im Altmetall, also wenn man nach, von Gunzenhaus nach Deuchtlingen fährt, direkt am Berazheim vorbei. Ne? Also jetzt überall diese Umgehungsstraßen gibt es. Früher ist man durchgefahren, jetzt gibt es die Umgehungsstraße, weil bis, wenn man reinfährt, gleich einmal um die Kurve rum, dann ist man schon da. Und würdest du es aber auch verschicken? Ja, klar, haben wir jetzt auch schon gemacht, das ist kein Problem. Also wenn jetzt jemand das hier sieht und sagt, Mensch, wow, das ist genau das, was ich brauche, dann schicken wir doch mal rein in die Kiste, ein paar Kilo davon. Ja. Und ich würde jetzt sagen, bei der großen Hitze ist es, muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber jetzt dann ab dem Herbst kann man es auch ohne Kühlung verschicken, weil das nicht sehr empfindlich ist. Also der Veggie zum Beispiel, wenn der noch die Hülle ganz ist, und der liegt im Kühlschrank, ist er Vierteljahr haltbar. Okay. Ohne dass er mit der Wimper zuckt. Ja. Also ist echt toll. Und das ist nicht ganz so lang haltbar, aber wie lange der Zwiebeln auch, oder? Nee, nicht, aber wegen der rohen Kartoffel. Wegen der rohen Kartoffel, genau. Ah, ja. Mit den Zwiebeln war irgendwas Besonderes? Die, die haben wir ausgepresst. Ne? Gepresst waren die, ja, genau. Die sind gepresst worden. Ja. Warum? Damit wir die Faser dann getrennt haben von dem Saft. Das ist auch ein Teil der Technologie. Und, diese Faser ist aber ein wichtiger Teil kommt auch davon, rein, dass es damit stabil wird. Dann, ja, ne? Genau. Okay, na ja, jetzt schaut es doch schon mal ganz gut aus. Man sieht, es ist immer nur ganz leichtes Anbraten, aber nicht richtig, ne? Ja, aber das ist ja okay. Das ist bei der Bratwurststraße immer. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Das ist ja bei normalen Bratwurst. Bei der Bratwurst wird sogar richtig braun, die Platte, ne? Mhm. Ja. Ich denke, jetzt können wir es ausschalten. Okay. Also dann herzlichen Dank an den Robert. Die Homepage ist prosiegel.de oder Metzgerei-prosiegel.de. Oder Metzgerei-prosiegel.de, da steht es dann auch. Also da gibt es auch den tollen Film vom Bayerischen Rundfunk, den sie gemacht haben, wo man genau sieht, wie die Wurst auch gemacht wird. Aber jetzt wollen wir noch einmal anschneiden vielleicht, oder? Ja, und wer die richtige
Küche dazu braucht, kommt zu den Möbelmachern. Ja, selbstverständlich sieht man ja, dass das eine tolle Sache ist mit dem. Schneiden mal da eine auf. Mhm. Also schneidet sich wunderbar, ne? Mhm. Matthias, Nina, wollt ihr probieren? Ja, klar. Ja. Ja. Das ist. Hallo. Hallo. Also das ist vegetarisch und das ist vegan. Also haben wir jetzt hier. Dankeschön. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche, ja. Genau. Ich habe schon Tofu-Würste probiert, aber das ist alles von der Konsistenz her, das ist nicht schlecht. Also, es geht heute um das Braten einfach. Ja, ne? Dass man es ausbraten kann. Ja, oder grillen. Ja, grillen ist wirklich, also gerade wenn du halt Gäste hast. Dann, ne? Also ich finde halt, dass man die Kartoffelschale rausschmeckt und ja, durch den Maier. Und schön scharf ist. Also mit ja, auch die Schärfe. So ein Pfefferschwänzchen ja. Ein wenig, ne? Bitte? So ein Pfefferschwänzchen. Ja, ja. Pfefferschwänzchen. Schwänzchen. Damit schmeckt die vegan etwas besser. Ja, mir auch. Mhm. Das schmeckt sehr kartoffelig. Also ja. Positiv, aber nicht Kartoffel. Mhm. Aber angenehm, ne? Für nach Kartoffeln. Mhm. Genau. Wir haben es jetzt halt den Namen gegeben, Vitelletti, damit man eventuell von dem Namen Wurst wegkommt und in der zweiten Zeile vielleicht Kartoffelbratwurst oder so. Mhm, schöne Färbung. Die schmeckt mir gut, ja. Mhm. Ja, von der Konsistenz. Also die kommt schon, die ist von der Bratwurst nicht weit weg, ne? Nee, gar nicht. Also ist ziemlich nah dran, ne? Mhm. Irgendwas zwischen Krokette und Bratwurst. Ja, ja, so. Ja, ja, ja. Sehr lecker, dankeschön. Gerne. Mhm. Ebenso. Also die Wurst doch, die ist. Mhm. Finde ich auch gut. Mhm. Wo gibt es sie? Im Moment gibt es es noch in Markt Bereitsheim. In einem Jahr wird es wahrscheinlich Deutschland weit geben. Okay, gut. Und ihr wart die Ersten. Ja. Die es außerhalb Markt Bereitsheim probiert haben. Ja. Genau. Mhm. Nee, bin ich schon auch sehr zufrieden damit. Ne? Prost. Danke fürs Kommen. Danke fürs Filmen. Und fürs Braten. Hast du jetzt wieder auf Arbeit, das sauber zu machen? Das kann man. Total easy. Das ist das Schöne am Teppanyaki, das sauber machen. Das ist einfach für die Welt. Ja. Einmal drüber weg. Ja. War jetzt nicht so aufwendig. Wenn es noch warm ist, oder? Ja, wobei es auch leicht geht, wenn es kalt ist. Also genau, das macht keinen Unterschied.